Das erste Pack, mit dem wir am 2. April 2015 gestartet sind, ist das An die Arbeit Pack. Dieses Pack ermöglicht deinen Sims Berufe zu lernen. Somit können deine Sims in die Wissenschafts-, Arzt- oder Polizeikarriere einsteigen. Und du begleitest sie im Arbeitsalltag. Zusätzlich ist es möglich, einen Einzelhandel zu eröffnen und zu leiten. Egal, ob es sich dabei um Bücherei, Bäckerei oder eine Modeboutique handelt. Deiner Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Und mit diesem Pack kriegst du auch wieder Außerirdische in dein Spiel. So wie ein Geheimort namens Sixam. Dieses Pack ist sinnvoll für dich, wenn Arbeit, Arbeit und nochmals Arbeit dein Leben ist. Du dich fragst, warum es bisher noch keine Außerirdischen bei diesem Spiel gab und du schon immer mal aktiv Berufe spielen wolltest, wo du alles mitbestimmen kannst. Dieses Pick steht nicht auf deiner Must-Have-Liste, wenn Arno Dübel dein Vorbild ist, du Außerirdische echt nicht leiden kannst und du einfach eh keine Zeit für Arbeit hast, weil du immer im Urlaub bist.